Herzlich willkommen zum Expertentag. Dieses Mal geht es um das Thema Radverkehr. Ich darf bei mir Michael Meschig von der BOKU Wien begrüßen. Danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich darf Ihnen vielleicht einmal eine grundsätzliche Frage stellen, und zwar: Wozu brauchen wir überhaupt noch mehr ausgebaute Radwege, wenn eigentlich es eh schon überall so viele gibt? Ja, grundsätzlich zum Thema Radverkehr. In Österreich sind wir kein Vorzeigeland, was den Radverkehr betrifft. Wir haben etwa 8% der Wege, soweit ich mich erinnern kann, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und wenn Sie in andere Länder schauen, Holland ist ja sehr bekannt oder Kopenhagen in Dänemark, dort werden teilweise bis zu 40% der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und dort ist auch der Gesundheitssektor sehr zufrieden mit der Bevölkerung, weil sich die Leute wesentlich mehr bewegen als in Österreich. Das heißt, wir haben jede Menge Anlass, den Radverkehr mal grundsätzlich zu fördern. Außerdem, wenn es jetzt um Verkehrsprobleme in den Gemeinden geht, der Radverkehr hat ein hohes Potenzial, Verkehrsprobleme in den Gemeinden helfen zu lösen. Und vor allem braucht der Radverkehr, Sie werden eine Abbildung sehen, sehr wenig Platz, um die Personen zu befördern. Etwa ein Zehntel des Platzes, den der Autoverkehr braucht. Und auch die Fahrräder beim Parken brauchen deutlich weniger Platz als abgestellte Autos. Radverkehrsinfrastruktur ist relativ günstig herzustellen, das heißt, sie kostet auch nur einen Bruchteil, das heißt, wir müssen weniger Geld investieren, um die Menschen zu bewegen. Und wir haben auch ganz klar weniger Umweltauswirkungen, weniger negative Umweltauswirkungen, wenn wir auf das Fahrrad setzen. Gesundheitsaspekt habe ich schon kurz angesprochen, wir bewegen uns zu wenig, pauschaliert gesagt, das heißt, wir sollten uns auch deutlich mehr bewegen. Und schließlich sieht man, dass Gemeinden, die den Radverkehr intensiv fördern, auch relativ gute Strukturen haben. Gut, was verstehe ich darunter? Strukturen, die lebenswert sind, das heißt, wo die ganzen Angebote, die wir als Menschen so haben möchten, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie etc., kulturelle Angebote, auf relativ engen Raum zusammengestellt sind. Das heißt, wo man mit relativ kurzen Wegen alles erreichen kann, was man so braucht. Wie soll jetzt eine Gemeinde mal grundsätzlich das Thema angehen? Was empfehlen Sie Gemeinden dazu? Die Gemeinden sollten sich vielleicht Ziele setzen, was sie erreichen wollen, sollten sich Programme erarbeiten, Verkehrskonzepte, was sie mit welchem Zeithorizont umsetzen sollten. Ich gebe Ihnen auch einen Hinweis auf ein Video, wo Gilles Benner-Loser die Forderung aufstellt, die Verkehrsinfrastruktur so zu gestalten, dass sich Menschen von 8 bis 80 Jahren darin problemlos zurechtfinden und selbstständig mobil sein können. Auch das ist ein Hinweis, so, um einfach eine Vorstellung zu bekommen, wie möchte man jetzt die Gemeinde, das Zentrum der Gemeinde gestalten, damit dort lebenswerte Verkehrsverhältnisse vorliegen. Also man braucht eher nicht die Parkplätze im Zentrum, sondern eher Flächen, wo die Menschen sich aufhalten, wo sie miteinander kommunizieren können, essen, einkaufen und so weiter. Dann sage ich danke mal für den ersten Teil. Es gibt wie immer die schriftliche Ausarbeitung zum Video dazu. Da finden Sie dann auch den Link zum YouTube-Video. Danke, bis zum nächsten Mal.